Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Hartmut Ewert ist zweifacher Weltmeister. Der 58-Jährige hat eine neue Sportart beim SC Parchim etabliert. Powerlifting. Im Bankdrücken hat Hartmut Ewert im vergangenen Jahr in Prag seinen ersten WM-Titel geholt. In Holland, kurz danach, hat er in einem anderen Verband mit Weltrekord nochmal nachgegeben. Der ehemalige Schwimmer trainiert fast täglich im Fitnessstudio Lehmann. Er ist so ehrgeizig, dass er sich innerhalb kürzester Zeit in der Weltspitze etabliert hat. Das Wichtigste beim Powerlifting, natürlich neben ausreichend Muskelmasse. Dass man eben den Willen hat, nicht wie im ganzen Leben nicht aufzugeben. Familie muss hinterstellen, stehen, zum Beispiel, die auch sagt, Hartmut, das schaffst du. Beim letzten Wettkampf war meine Tochter Susanne mit und die hat dann losgebrüllt, du schaffst das. Und ich habe es geschafft und da habe ich meinen neuen Weltrekord gedrückt in Holland. Und es kam so. Mittlerweile hat Hartmut Ewert auch andere Sportler vom Powerlifting überzeugt. Matthias Kepler zum Beispiel trainiert seit einem Jahr gemeinsam mit dem Altmeister. Das ist schon aus Sicherheitsgründen wichtig. Beim Bankdrücken muss sich der Sportler voll auf seinen Hintermann verlassen können, der das enorme Gewicht im Notfall abfangen kann. Also ich sage, ich habe auch eigene Erfahrung. 110 ist für mich eigentlich gar nichts, 110 Kilo. Ich habe dann mehrere Wiederholungen gemacht, denk, ach was, den 10. schaffst du auch noch. Ich habe ihn nicht geschafft. Und habe zum Glück, konnte ich schnell reagieren und habe es hinter meinen Kopf geworfen. Habe keine Sicherheit gehabt. Hätte auch böse ausgehen können. Und seitdem ist für mich, empfehle ich jeden, ob das bei 50, 60, 10 oder 20 Kilo ist, jemand begleitend dahinter stehen zu haben, so gehört es sich auch im Sportstudio, wo Herr Lehmann auch sehr großen Wert drauf legt, dass die Person abgesichert ist. Ne? Man kann einen Herzinfarkt kriegen, es kann etwas passieren, etwas Unvorhersehbares. Und es ist egal, welche Gewichtsklasse, wenn die auf die Stirn fällt, hat sich das erledigt. So jung Powerlifting auch beim SC Parchim ist, im Mai steht schon ein großes Event an. Mit diesem Video werben Hartmut Ewert und der SC Parchim derzeit für eine Teilnahme an den offenen ostdeutschen Meisterschaften. In 3 Powerlifting-Disziplinen werden die Besten gesucht. Benchpress, Deadlift und Bizepscurl. Oder auf Deutsch Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Hartmut Ewert möchte natürlich den Titel in Parchim behalten. Die Konkurrenz ist aber durchaus groß. Also es kommen zum Beispiel Sirko Petermann, der Scripcurl macht. Ne? Hier diese andere Veranstaltung, die internationale deutsche Meisterschaft, die auch stattfindet. Mehrfacher Weltmeister. Reno Karkuschke, der dabei ist. Mehrfacher Weltmeister. Gordon Karkuschke, Weltmeister. Ich bin zweifacher Weltmeister und Europameister. Und es kommen viele Weltmeister dorthin, die auch an diesen Wettkämpfen, um einfach, weil sie den Sport lieben. Es zählt nicht nur immer das Größte. Es beginnt mit den Kleinen und die Freude am Ganzen. Hartmut Ewert hat noch einiges vor in diesem Jahr. Höhepunkt neben der Meisterschaft in Parchim wird für ihn die WM in Orlando, USA sein. Im nächsten Jahr wird der Kraftsportler 60 Jahre alt und kommt in eine neue Altersklasse. Bis dahin will er noch einige Rekorde stellen. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.